Call of Duty geht zurück zu seinen Anfängen und zurück in den Zweiten Weltkrieg. Wie alle will natürlich auch ich meine Meinung dazu sagen. Ich denke, ihr wisst das. Ich bin persönlich, was das Setting angeht, ein großer Zweiter Weltkrieg-Fan. Ich denke, das ist ein tolles Setting für einen Shooter, für ein Spiel, auch für einen Film. Da sind viele Konflikte, die Charaktere haben können. Da sind eine tolle Technik. Es ist nicht übermodern. Es gibt noch keine Computer. Es ist noch alles so ein bisschen, ja, bodenständig. Und es kämpfen Menschen gegeneinander. Das will ich jetzt bitte nicht aus dem Kontext genommen haben. Ich finde natürlich Krieg nicht toll, aber als Setting funktioniert es eben. Und ich muss direkt sagen, ich habe den Trailer gesehen und dachte, schade. Schade, schade, schade. Ihr seht es in der Überschrift von dem Video schon, es ist mal wieder Saving Private Ryan. Was meine ich damit? Nun, ich meine damit, dass anscheinend der Zweite Weltkrieg nur aus der Normandie besteht, beziehungsweise in der Normandie anfängt, denn es soll ja angeblich in diesem Spiel von der Normandie bis nach Deutschland eine Kampagne geben. Daran ist zunächst erstmal nichts auszusetzen, aber, und das ist mein großer Problem, mein großer Punkt, das haben wir schon tausendmal gemacht. Ja, das haben wir in den Call of Duty Spielen schon tausendmal gemacht, das haben wir in Medal of Honor schon tausendmal gemacht, das haben wir in Company of Heroes schon gemacht. Das haben wir jetzt gerade in den Indie-Spielen, im Multiplayer gemacht, in allen möglichen Zweiten Weltkrieg-Spielen spielen wir in der Normandie. Warum immer die Normandie? Also man kann jetzt argumentieren und sagen, gut, im Marketing ist das für die Amerikaner die größte Sache. Ja, es ist nicht umsonst die größte Landeaktion aller Zeiten, die größte Ansammlung an Schiffen, die es jemals gab. Einer der grandiosesten Geheimhaltungspläne überhaupt, denn bis zum letzten Moment hat man den Deutschen glauben lassen, man würde in Calais landen. Man hat eine gesamte Armee aufgestellt, die es nie gab, die aus aufblasbaren Panzern bestand und aus Radioübertragungen, die falsch waren und einfach, es ist eigentlich eine grandiose Sache, dass sie es geschafft haben, geheim zu halten. Aber wir haben es schon tausendmal gemacht, wir haben es schon tausendmal gesehen. Es ist immer die Normandie. Es gibt so viele Konflikte im Zweiten Weltkrieg, die auch so unterschiedlich sind, die man hätte wählen können als Zweites Weltkriegsspiel. Eines der großen Probleme, die Call of Duty hat, ist, dass es eben nicht neu ist, dass es nicht immer wieder was anderes ist. Es ist irgendwie immer wieder dasselbe. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, die Leute wollen immer dasselbe, sie wollen ja Call of Duty spielen, aber ich glaube das noch nicht mal. Natürlich muss Call of Duty Call of Duty bleiben, das ist keine Frage. Wenn es jetzt zu Battlefield wird, werden alle sagen, warum ist es Battlefield? Aber man muss doch nicht immer genau dasselbe machen. Und ich meine, okay, die meisten Menschen, die jetzt Call of Duty spielen, haben wahrscheinlich Call of Duty 1, 2 und 3 und so weiter nicht gespielt. Die meisten sind wahrscheinlich mit Modern Warfare, wenn überhaupt, da reingekommen. Aber ich meine, man muss es an einer Hand, man kann es nicht an einer Hand aufzählen, aber man kann aus dem Stegreif eine Hand an Konflikten, an Theatern aufzählen, die es gab. Ja, Griechenland, Italien, Sizilien, Afrika, der Winterkrieg, der Fortsetzungskrieg, die Invasion von Island, die Invasion von Dänemark, Norwegen, die Invasion von Frankreich, der Polenfeldzug. Alles Mögliche. Ich meine, man könnte sogar sagen, man fängt noch früher an und hat die Konflikt zwischen der Mandschurei und Japan und China und fängt da an oder fängt im spanischen Bürgerkrieg an. Es gibt so viele Sachen, die man hätte machen können, die auch so unterschiedlich wären. Und selbst wenn man sagt, okay, wir müssen Amerikaner haben, weil nur dann verkauft sich das Spiel. Und wenn man sagt, man guckt sich jetzt Call of Duty 1 an, da geht es um die 1st Infantry Division, the Bloody First, the Big Red One. Die haben von Anfang an gekämpft. Die haben in Afrika gekämpft, die haben auf Sizilien gekämpft, die haben dann in Normandie gekämpft, sind dann bis nach Deutschland gegangen. Warum macht man nicht mal was anderes wie die Normandie? Es ist interessant, dass eben Saving Private Ryan, ja, die letzten 30 Jahre gefühlt, die letzten 20 Jahre, dieses Theater gesetzt hat und es alle nachmachen müssen. Also ich würde mir freuen, wenn es mal andere Settings geben würde. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Sagt ihr, nee, ist cool, ich mag genau das Setting, ich will genau das spielen. Oder sagt ihr, ja,
in irgendeiner Form, auch wenn das Spiel geil aussieht, hätte ich dann doch lieber ein anderes Theater gehabt und hätte dann doch lieber was gehabt, was wirklich neu ist. Denn es gibt noch so vieles, was im Zweiten Weltkrieg eben nicht gemacht wurde in Filmen oder in Spielen. Und mich würde das mal freuen. Aber vielleicht bin ich auch zu tief in der Materie drin, habe zu viele Zweiten Weltkriegsspiele gespielt und letztendlich ist vielleicht nur der Casual Call of Duty Spieler zufrieden, wenn er mal wieder einen Strand besuchen darf. Dankeschön fürs Zusehen, schreibt in die Kommentare, ich lese sie gerne und ich sehe euch dann beim nächsten Mal. Tschüss.